Einige von euch steigen in einem Jahr sicherlich mehr als 10 Mal in ein Flugzeug oder fliegen Langstrecke mit über 10 Stunden. Und spätestens, wenn man sich in so einer Situation befindet, dann entscheidet man ganz individuell für sich selbst, welche Fluggesellschaft man gut findet und welche man nicht so gut findet. Man entscheidet für sich selbst, was einem gefällt, was die jeweilige Fluggesellschaft eventuell besser machen könnte. Und so erstellt man in seinem Kopf ein ganz eigenes, für sich passendes Ranking verschiedenster Fluggesellschaften. Und gerade eben, weil so etwas zusammengewürfelt ist aus persönlichen Erfahrungen und subjektiven Eindrücken, unterscheidet sich das Ranking von einer bestimmten Person sicherlich von dem Ranking einer anderen Person. Und ihr versteht wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Jeder hat für sich seine ganz eigenen persönlichen und auch für sich dann nachvollziehbaren Gründe, warum eine Fluggesellschaft besser sein sollte als die andere oder besser ist als die andere und warum man mit der dann vielleicht lieber mal auf Reisen geht. Das Ranking, was jetzt kommt, ist deswegen also nicht Gesetz, muss nicht für jeden zutreffen, aber man hat mehr als 70.000 Bewertungen verschiedenster Passagiere ausgewertet, um jetzt mal zu entscheiden, welche Fluggesellschaft denn eventuell die beste der Welt sein könnte. Die nach diesem bestimmten Ranking 10 besten Fluggesellschaften der Welt schauen wir uns heute mal an und wir versuchen mal zu klären, warum die so weit oben in dieser Liste stehen. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Das Online-Portal eDreams hat, wie in jedem anderen Jahr auch, mal wieder ein Ranking der ihrer Meinung nach 10 besten Fluggesellschaften der Welt aufgestellt. Oder was heißt ihrer Meinung nach? Sie haben knapp 70.000 Rezensionen von ihren Kunden ausgewertet und so dann eine Liste aufgestellt. Man konnte die Fluggesellschaften dann in den Kategorien Komfort, Check-in, In-Flight-Service und Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten und jeder Kunde konnte seine ganz persönliche Anmerkungen zu der jeweiligen Fluggesellschaft bzw. zu seinem individuellen Flug dazu schreiben. Das hat man ausgewertet und jetzt arbeiten wir uns einfach mal von unten nach oben durch dieses Ranking durch und schauen uns mal an, welche 10 Fluggesellschaften laut Online-Reiseportal eDreams die 10 besten Fluggesellschaften der Welt sind. Den Anfang macht dabei die Fluggesellschaft Etihad Airways und das überrascht wahrscheinlich die wenigsten, dass diese Fluggesellschaft unter den 10 besten Airlines der Welt mit dabei ist. Laut Kundenbewertung konnte die Fluggesellschaft in allen 4 Kategorien einen guten Standard erzielen. 3,88 von 5 Sternen wurden dafür vergeben und bei der Airline bekommt man einen guten Service, einen unkomplizierten Check-in, viele Ziele zu guten Preisen und das ist sicherlich ein durchaus nachvollziehbares Urteil, auch wenn die Fluggesellschaft Etihad Airways mit ihren knapp 110 Flugzeugen in der Flotte gerne mal im Schatten von Emirates verschwindet. Für viele ist Etihad Airways sicherlich eine gern genommene Alternative, zum Beispiel auf dem Weg von Europa nach Asien. Und dabei kann man sich fast immer auf ziemlich moderne Flugzeuge freuen, da wurde nämlich in den letzten Jahren richtig viel Geld investiert. Im Schnitt sind die Etihad Airways Maschinen nur gut 6 Jahre alt. Aber da wurde nicht nur sehr viel Geld, sondern auch sehr viel Geld falsch investiert. Denn die Expansionspläne von Etihad Airways, gerade so in Richtung Europa, gingen gerne mal mit der einen oder anderen Airline-Pleite zu Ende. Und ja, deswegen steht Etihad Airways heutzutage nicht mehr ganz so finanziell sorgenfrei da. 50 der gut 2000 Piloten mussten das Unternehmen jetzt verlassen. Andere hat man an Emirates ausgeliehen, um die ganze Operation einfach deutlich effizienter zu gestalten und schlichtweg Geld zu sparen. So etwas kann also durchaus auch einer Etihad Airways passieren, aber die kriegen das sicherlich schon geregelt und hoffen wir mal, dass die durchweg zufriedenen Kunden nicht darunter leiden müssen. Auf Platz 9 der Liste findet man dann Aeroflot aus Russland, die genauso wie Middle East Airlines aus dem Libanon einfach sehr viele Kunden zufrieden an ihr Ziel gebracht haben, ohne in einer der 4 Kategorien jetzt außerordentlich gut abzuschneiden. Die 1923 gegründete Aeroflot, damit übrigens eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt, die auch lange die bzw. mit einer der größten Airlines der Welt war, die kann dabei in Russland auf einen sehr, sehr guten Ruf bauen. Und man hat in Russland auch noch wahnsinnig viel Potenzial vor sich. Denn aktuell besteht die Flotte der Aeroflot aus 250 Flugzeugen ungefähr. Man hat aber auch noch knapp 200 weitere bestellt. Also da wird in den nächsten Jahren noch einiges gehen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die diese weitere Expansion hinbekommen und dabei die Kundenzufriedenheit die ganze Zeit auf einem guten Level halten können. Und dann geht's weiter mit Platz 7. Und dort finden wir die erste europäische Fluggesellschaft, nämlich Swiss. Und das ist eine Airline, die ohne Zweifel einen wahnsinnig starken Namen in die Welt raustragen kann. Und der Name und das, was da dran hängt, ist, da bin ich mir ziemlich sicher, somit das größte Kapital der Fluggesellschaft. Zumindest denke ich mir das immer, wenn ich mir die Videos von Global Traveler TV zu Swiss angucke.
das Gefühl und das Image, was mit diesem Namen mitkommt, das schaffen die einfach jedes Mal, das jedem Passagier spürbar und sympathisch rüberzubringen. Dafür reicht dann vielleicht sogar schon die Begrüßungsansage des Kapitäns auf so richtig schön Schweizerdeutsch, aber die Fluggesellschaft hat einfach irgendwie etwas und dieses gewisse Etwas sollte man beim subjektiven Empfinden und deswegen auch bei diesem Ranking sicherlich nicht unterschätzen. 3,95 insgesamt von 5 möglichen Sternen kommen dabei für die Lufthansa-Tochter zusammen und die Kunden schätzen bei der Fluggesellschaft einen guten Service am Boden und in der Luft und machen dafür aber leichte Abstriche beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Etwa genauso gut und fast auch mit den gleichen Vor- und Nachteilen wie bei Swiss wird der Platz 6 auf dieser Liste bewertet. Das ist Finnair und die Kunden schätzen vor allem den guten Service an Bord. Etwa 11 Millionen Passagiere fliegen pro Jahr mit den 70 Flugzeugen der Finnair und seit dem Jahr 2015 kann man bei Finnair auf Langstrecke auch mit dem Airbus A350 fliegen und damit war Finnair die erste europäische Fluggesellschaft, die diesen neuen Flieger in Betrieb genommen hat. Also die Fluggesellschaft scheint die meisten Kunden mit einem guten Service an Bord überzeugen zu können und da musste ich wieder auf dem Kanal von Global Traveler TV vorbeischauen, weil ich leider mit den meisten dieser Fluggesellschaften einfach noch nie geflogen bin. Und die beiden waren tatsächlich schon mal mit Finnair auf der Langstrecke unterwegs und haben ein Video darüber gemacht und interessanterweise war ihr Fazit durchaus vergleichbar mit den Rezensionen, die die Kunden auf dem Online-Reiseportal eDreams hinterlassen haben, wodurch dieses gute Ergebnis dann entstanden ist. Weiter oben auf der Liste findet man dann noch Aerolíneas Argentinas oder wie man das auch immer ausspricht. Auf jeden Fall kann auch diese Fluggesellschaft durch einen guten Onboard-Service ihre Passagiere überzeugen und landet deswegen auf dem 5. Platz. Und auf dem 4. Platz findet man dann Air Corsica, eine kleine französische Fluggesellschaft mit 10 Flugzeugen in der Flotte, deren Hauptaufgabe seit 1989, seit ihrer Gründung, darin besteht, Urlauber aus verschiedenen französischen Städten nach Korsika und wieder zurückzufliegen. Aber das scheint zu funktionieren. 5 Airbus A320 und 5 ATR-72 befinden sich in der Flotte der Air Corsica und ein reibungsloser Ablauf der ganzen Operation scheint für diese Fluggesellschaft Standard zu sein und eben genau das schätzen die Passagiere so an ihrer Airline, was wiederum für viele gute Rezensionen sorgte und die Airline auf den 4. Platz beförderte. Die fliegen ja auch nicht erst seit gestern nach Korsika und das ist dann tatsächlich für die Passagiere das beste Argument für diese Fluggesellschaft. Sie funktioniert einfach. Und auf dem Treppchen finden wir dann, vielleicht auch etwas überraschend, auf Platz 3 Aegean Airlines aus Griechenland. Eine Airline, die mit einer reinen Airbus-Flotte an den Start geht, bestehend aus gut 50 Flugzeugen und die hauptsächlich innereuropäisch unterwegs ist. Die Passagiere schätzen bei dieser Fluggesellschaft ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem den Fakt, dass sie dabei einen sehr guten Service an Bord bekommen. Denn Aegean Airlines ist auf dem hart umkämpften europäischen Markt eine der letzten wenigen Fluggesellschaften, die noch kostenloses Essen und kostenlose Getränke an Bord rausgeben. Das ist für den Passagier jetzt nicht wahnsinnig positiv, weil er sich gefühlt 5 Euro sparen kann, sondern das sorgt einfach für eine angenehme Atmosphäre. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was ich meine, wenn man eine nette Crew hat und ständig was auf den Tisch gestellt bekommt, ständig passiert irgendwas in der Kabine, dann fühlt man sich schnell mal auf einem 2-3 Stunden Flug richtig wohl an Bord. Und das ist wahrscheinlich das Geheimnis von Aegean Airlines, oder was heißt ein Geheimnis? Das ist einfach ein wahnsinnig großer Pluspunkt für die Fluggesellschaft und deswegen landet die auch auf Platz 3 der Liste. Dazu legt die Fluggesellschaft großen Wert nach außen hin auf die Umwelt. Das heißt, sie kaufen neue Flugzeuge, um weniger Sprit zu verbrauchen und dadurch natürlich für sich effizienter zu fliegen und Geld zu sparen, aber auch um die Umwelt zu schonen. Heißt, sie geben das nach außen hin so an, dadurch, dass wir neue Flugzeuge haben, verbrauchen wir so und so viel weniger Sprit und wir schießen so und so viel weniger CO2 in die Umwelt und wir nehmen gewisse Dinge an Bord nicht mehr mit, weil sie das Flugzeug nur schwerer gemacht haben und damit für höhere Emissionen gesorgt haben und so weiter. Darüber informieren sie und das gefällt vielen Leuten. Und spätestens jetzt auf Platz 2 wird es dann richtig interessant, denn da finden wir Emirates. Und das wundert wahrscheinlich niemanden. Selten hört man was Schlechtes über diese Fluggesellschaft und schon gar nicht über die Hardware, die Emirates in ihren Flugzeugen verbaut. Und laut Kundenaussagen bietet Emirates das beste Unterhaltungssystem, das auch schon seit Jahren. Und tatsächlich haben sich die Kunden auch dafür entschieden, dass Emirates den besten Komfort anbieten kann. Und das ist ja durchaus aussagekräftig und da wird weiter investiert. Die Flotte geht langsam aber sicher auf 300 Flugzeuge zu, nur Airbus A380 und nur Boeing 777. Die Farbauswahl in den Emirates Flugzeugen ist zwar gewöhnungsbedürftig oder vielleicht auch einfach ein bisschen Geschmackssache, aber über die Qualität des Produktes streiten sich sehr wenige. Die ist einfach gut. Gerade die Premium-Klassen der Fluggesellschaft, also die Business bzw. First Class, wird von den Kunden meist als sehr luxuriös und hochwertig beschrieben. Tja. Und damit kommt Emirates auf Platz 2.
Und auf Platz 1 steht zum zweiten Mal in Folge und das auch sicherlich absolut zu Recht Turkish Airlines. Die Fluggesellschaft hat schon mehrfach den Titel als beste europäische Fluggesellschaft bekommen und ist laut dieser Liste nun auch die beste Fluggesellschaft der Welt. Und das wie gesagt zum zweiten Mal. Im letzten Jahr war sie das auch schon. Und wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber streiten. Diese Airline hat sich einen wahnsinnig starken Namen gemacht. Ist international sehr, sehr anerkannt. Die Fluggesellschaft ist bekannt für ihren sehr hohen Servicestandard. Gerade auf der Mittelstrecke kann sie da etwas bieten, was viele andere Fluggesellschaften nicht mehr bieten oder nicht bieten können. Und Turkish Airlines wird damit von den Kunden auch als die Airline bewertet, die den besten Service bieten kann. Für sehr viele Passagiere, und ich höre das auch von euch immer wieder, ist Turkish Airlines dadurch auf dem Weg von Europa nach Asien eine gern genommene Alternative zu den Sandkasten-Airlines. Und neben dem außerordentlich guten Service erwähnten sehr viele Kunden, überraschend viele Kunden, eine gute Organisation, die hinter der Fluggesellschaft steckt, welche wiederum dafür sorgt, dass es dem Passagier beim Check-in, beim Boarden und so weiter immer recht einfach gemacht wird. Und dazu bewerteten ebenfalls sehr viele positiv die Präsenz der Fluggesellschaft, die Präsenz der Turkish Airlines an den großen internationalen Flughäfen, sei es jetzt in Form von vielen gut ausgebildeten Mitarbeitern oder in Form von gut ausgestatteten, hochwertigen Lounges. Bei diesem Namen, den man sich da erarbeitet hat, ist es sehr spannend zu sehen, wie sich die Fluggesellschaft weiterentwickelt und was sie noch daraus machen kann. Ein neuer, riesiger Flughafen ist da sicherlich ein großer Schritt nach vorne und man wird sich dadurch genug Möglichkeiten schaffen, ein gutes Drehkreuz aufzubauen. Wie gesagt, zum Beispiel auf dem Weg von Europa nach Asien. Und man hält sich dadurch genug Türen offen, um immer weiter zu expandieren. So im Jahr 2016 litt die Turkish Airlines sehr unter der politischen Entwicklung im Land. Aber bereits ein Jahr später konnte man wieder Rekordgewinne erzielen. Und man kann wohl ohne Zweifel behaupten, dass die Turkish Airlines international sehr, sehr stark dasteht. Und da wird in Zukunft auch noch einiges gehen. In diesem Sinne, das waren laut eDreams Bewertungen die 10 besten Fluggesellschaften der Welt. Und denkt bitte dran, für jeden anderen kann auch jede andere Fluggesellschaft die beste der Welt sein. Zum Beispiel eine Lufthansa oder eine Qatar Airways, die hier in der Liste gar nicht auftauchen, aber sicherlich sehr, sehr gute Fluggesellschaften sind. Hier geht es halt um sehr viele subjektive Eindrücke und individuelle persönliche Meinungen und hier darf jeder seine eigene Meinung haben und deswegen freue ich mich auch sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema. Mit welcher Fluggesellschaft seid ihr denn im Jahr 2018 am liebsten geflogen? Und ja, dann soll es das damit für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, die Aktion mit den Schlüsselanhängern, die läuft noch. Den Link zu dem Video, zu der Aktion findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es jetzt auch einen neuen dritten Brief. Das heißt, es können wieder die Leute mitmachen, die schon mitgemacht haben. Würde ich mich wie immer sehr darüber freuen. Vielen lieben Dank dafür. Und es können auch wieder neue Leute mitmachen, die wir dann in naher Zukunft anschreiben werden, damit sie auch ihren Schlüsselanhänger als Dankeschön bekommen. Dann geht heute noch ein großes Dankeschön an Andreas raus. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.